Hallo, wir sind hier im Deutschen Nationaltheater Fritzenhagen und ich möchte Ihnen mein Stück vorstellen, Zigeunerleben oder der Bär im ZK. Das ist eine tragikomische Puppenfarce. Was wir hier zeigen, erhebt nicht den Anspruch, eine Inszenierung zu sein. Wir machen das, was man von den Puppenspielern sowieso immer denkt, nämlich, dass sie hinten die Texte hängen haben und die ablesen. Also wir haben die Texte hinten und lesen die ab und spielen dazu mit den Puppen. Wir haben nicht lange geprobt. Es geht sozusagen wirklich nur darum, dieses Stück vorzustellen. Meine beiden Kollegen sind Vera Pachale, meistens die Figuren auf der linken Seite. In der Mitte die Figuren spielt meistens Mario Eckart und ich selber als der Autor Peter Waschinski spiele die Figuren auf der linken Seite. So, mehr muss man nicht sagen. Es ist ein ernstes Thema, was da angesprochen wird, aber es ist trotzdem eben eine tragikomische Puppenfarce. Bitte. Zwei, die erste. Ich bin wie ein Teutonenheld, dabei groß rein zu machen. Bekämpf den, der die ganze Welt in Ketten hält, den Drachen. Der Drache, der heißt Meier, damit die Welt ich rette. Schon atmen alle Freier, leg ich ihn an die Kette. Sie zieht an einer imaginären Kette. Leider haben wir fast keine Musik, wodurch die Lieder, die eigentlich die Höhepunkte sein sollen, es eben nicht sind, sondern Einlagen. Bis an deren Ende ein kleiner Junge erscheint. Wie heißt du? Siegfried Meier. Wie bist du undeutsch und barbarisch? Du willst die Welt erobern. Jedoch, wieso heißt du so arisch? Mein Vater, der liebt Wagners Opern. Du tarnst dich, doch ich bin nicht dumm. Erkenne das Weltjudentum. Nein, das geht gar nicht. Wieso nicht? Aber das ist doch ganz ein jüdisches Kind mit Ari, deutschem Vornamen. Nennen wir ihn lieber Hans. Und die Hexe? Kriegt einen kleinen schwarzen Schnurrbart. Warum? Damit man versteht, sie ist... Ach so, verstehe. Aber damit es jeder versteht, einen großen, dicken Schnurrbart. Weiter. Guten Tag. Guten Tag. Ih, du siehst ja abgerissen aus. Hat dich die Alte auf der Landstraße eingesammelt? Fahrendes Volk, was? Was machst du hier? Ach, nichts weiter. Nichts weiter? Dafür bist du hier bei der Hexe. Ich sage es dir, sie will dich im Ofen braten und dann fressen. Hänsel, zeig mir mal dein Fingerchen. Oh, ist der dick und fett. Aber ich will mager und zart. Keine Lebkuchen mehr. Nur noch Haferbrei? Aber auch nicht in den Ofen. Schlau. Ja, schlau und gerissen. Wie ihr alle, ihr Juden. Hab ich gelesen. Und du? Ich bin gerissen. Aber du bist abgerissen, Zigeuner. Judensau. Zigeunerschlumpf. Nun ja, dafür kommst du in den Ofen. Du auch. Aber du zuerst. Dafür werden mich alle beweinen. Später. Mich auch. Dich. Dich werden sie vergessen. Müssen die sich wirklich streiten wie die Kinder? Ja, aber es sind doch Kinder. Trotzdem. So, weiter. Weiter! Was ist los? Jetzt kommt die Szene im Theater. Die Probe. Ja, du musst Action sagen. Gut. Action! Man wird ja ganz konfus. Als Regisseur müssen Sie bitte sagen, damit wir anfangen. Was denn los? Jetzt muss der, der muss antworten, dass... Der ist, das beim Zahnarzt. Soll ich einspringen? Aber Sie spielen doch schon... Na, ich schaff das schon.
Man wird ja ganz konfus. Als Regisseur müssen Sie bitte sagen, damit wir anfangen. Also, bitte! Sein oder nicht sein? Wieso fangen Sie an, bevor ich... Aber Sie haben doch bitte gesagt. Ich sage nie bitte, damit es anfängt. Ich sagte also bitte, um zu sagen, dass ich was ganz anderes sage, damit es anfängt. Und was sagen Sie da? Ich sagte Action! Sein oder nicht sein? Stopp! Wieso fangen Sie an, bevor ich das Zeichen... Aber Sie sagten doch Action. Sie haben eben gesagt, für den Anfang soll ich bitte sagen. Und die Wünsche der Herren Schauspieler sind mir... Und die der Schauspielerinnen? Wie finden Sie mein Kleid? Ich finde es himmlisch. In diesem Kleid wollen Sie als KZ-Insassin auftreten? Gefällt es Ihnen nicht? Also, diese Szene, ich weiß nicht. Gefällt sie Ihnen nicht? Das mit dem Kleid, das haben wir aus einer Filmkomödie von 1942. Da hat der Regisseur die Juden verhöhnt. Naja, eben UFA. USA, nicht UFA. Hollywood mit einem jüdischen Regisseur. Hat die deutschen Verhältnisse nicht verstanden. Er war Deutscher. Ich meine, von welchen Opfern handelt nun das Stück? Sinti? Man muss sich mal entscheiden. Das geht mit der Musik los. Da kann man ja mal singen. Lustig ist das Zigeunerleben, Farja. Aber das Schreiben und das Lesen... Das ist aus dem Zigeunerbaron. Wie? Na, aus dem Sinti- und Roma-Baron. Und was kommt jetzt? Die Moorsoldaten. Ah ja, ein Lied von trister Natur. Als Ausdruck ihrer Inneren, das singen sie heimlich. Eigentlich nicht, sondern ganz offen bei einer Veranstaltung. Eine Veranstaltung? Im KZ? Hat dann die SS nichts gemerkt? Die saß im Publikum. Und hat es sofort verboten? Nein, erst 2 Tage später. Unglaublich. Wollen Sie sagen, zuerst hat's Ihnen gefallen? Der Autor ist da. Ich komme. Man hört ja so vieles, was es auch gab und wovon nie geredet oder geschrieben wird. Themen sind immer nur dieselben Sachen, die vielen Toten und alles war nur grausam. Aber wie man hört, gab es auch was anderes, so ganz normale Sachen. Blumenkästen, warum wird das nicht? Da fragt man sich doch, stimmt vielleicht noch mehr nicht? Oder alles nicht? Und gab es wirklich dieses Gas? Das wäre doch sicher ohne das teure Gas auch anders gegangen. Also gab es diese Masse von Toten wirklich? Also ich glaube, diese Toten gab's wirklich. Was? Die vielen Toten, die gab's wirklich. Ja, natürlich. Wer zweifelt denn daran? Du, hast du gesagt. Ich? Wann? Jetzt eben. Ach so, das ist mein Text. Ja, aus dem Stück. So redet doch kein normaler Mensch. Findest du? Ha, der Luftballon ist da. Ich komme. Luftballons im KZ, da machen sie ein Zigeunerfest, was? Szene im ZK. ZK? Was ist denn das? Das war das Zentralkomitee der SED. So, liebe Genossen, bevor wir zum heutigen Hauptthema, wie integrieren wir die Roma in unsere sozialistische Gesellschaft kommen, kurz etwas zur letzten Staatsjacht.
Was hat der Erich denn eigentlich nun geschossen, Genossen? Geschossen hat der Erich Honecker, Vorsitzender des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik und erster Sekretär des Zentralkomitees der Deutschen Demokratischen Republik, für die immer bessere Versorgung der Bevölkerung und damit die weitere Entwicklung unserer sozialistischen Gesellschaft. Jo, ein Tier, nicht? Was, Erich? Ja, ich hab nur deinen Satz beendet, Erich. Übrigens war das sozialistische Jagdkollektiv auch hinter dem, Tier her. Aber geschossen, Genossen. Geschossen wurde vom Genossen Erich Honecker. Und was für ein Tier, Erich? Der Genosse Erich Honecker, Vorsitzender des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik und erster Sekretär des Zentralkomitees der Deutschen Demokratischen Republik, schoss. Näheres ist dem Protokoll zu entnehmen, meines Wissens nach, sofort. Jo, ich glaube, ja, er schoss ein Schwein, nicht? Wie finden Sie's? Nun ja, nicht gerade. Aber sicher wird niemand annehmen, dass es im ZK wirklich so zuging. Was sagen Sie denn? Also für mich ist es flaches Kabarett. Allerbilligste Satire. Da wird mit Dreck auf eine versunkene Welt geschmissen. Also, wollen Sie es... Um Gottes Willen, das würde mancher wohl für linke Zensur halten. Es ist von vorgestern, aber ich fürchte, es wird trotzdem drüber gelacht. Na hoffentlich, dann können wir immer sagen, das Publikum ist schuld. Was ist eigentlich mit der Szene mit dem kommunistischen KZ-Häftling? Wir arbeiten dran. Aber die ist doch fertig. Ganz einfach und klar. Ja, die Szene, aber nicht die Realität. Wollen Sie da auch eine schrille Comedy draus machen? Statt ihn zu schlagen, kitzeln Sie ihn und er lacht sich halb tot? Er war Kapo. Aha, Kapo, Funktionshäftling. Ja und? Für was war er denn zuständig? Ja, zu der Funktion hatte ihn natürlich die SS eingeteilt. Fürs Parteilehrer bestimmt nicht. Was hätte er da vorlesen sollen? Mein Kampf? Und nun soll er also mit der SS gekungelt haben. Wir wollen da was genauer untersuchen. Der Autor erzählt von seinem neuen Stück über MeToo. Beziehungsweise dessen Umkehrung. Weil jemand fälschlich sexueller Übergriffe beschuldigt wird und der Intendant sagt, ja, wissen Sie, wir wollen doch, wie soll ich sagen, den Fokus ausgiebig richten auf, also wenn es andersherum passiert. Das sollte man, ja, die Umkehrung, wie Sie es meinen, dass die Beschuldigung des Übergriffs instrumentalisiert wird. Also es ist doch wohl ein ausgesprochener Missbrauch des Missbrauchs, dass also gleichsam jemand Vergewaltiger wird, der es gar nicht war. Also das könnte doch ablenken von der normalen Vergewaltigung, der normalen Belästigung, dem normalen sexistischen Spruch. Zuerst muss einmal der normale Sexismus etabliert werden. Verstehen Sie? Das wurde doch immer verdrängt, auch in der Vergangenheit. Stimmt, aber dazu hätte ich was als Autor. Tatsächlich? Wann und wo? In einem Lager. Vor 80 Jahren. Ja, Ferienlager sind ja auch sehr, oder ein Ferienheim. Die Leute sind entspannt und haben Zeit, keinen Druck. Da erwachen dann auch mal erotische... Das Frauenhaus. In Deutschland, da wo allzuerst an jedem Orte Ordnung herrscht, in manchen Lagern gründete man auf das Normalität, auch wo das überhaupt nicht geht. Hier der Insasse finde ein Haus, wo man willig
wenn auch nicht gerade freiwillig. Da überlebten sie für eine Zeit. Nun seht ihr, wie es kam so weit. Was? Unser Lager kaum Profit. Sie kosten nur, ich mach sie fit. Man muss bloß motivieren, die Konzentrierten. Jeder schafft auch dort am Endsieg voller Kraft. Und wie realisieren? Die Leute sind zwar billig, doch kommen sie nicht freiwillig. Sie leben hier nur manch ein paar Jahr, wo früher mal ein Buchenwäldchen war. Schluss jetzt! Es gibt nicht mehr Kredit für Lager. Peitschenhieb und Tritt, das hat sie angetrieben, die Männerkörper ohne Saft bei Magersuppe, ohne Kraft und fast befreit von Trieben. Sie schuften hier für billig und kamen nicht freiwillig und überleben oft kein halbes Jahr. An diesem Ort, wo dieser Haushalt war. Ein Lager wie ein Städtchen ist, wir schaffen jetzt in kurzer Frist was, wo man abends ausgeht. Für gute Arbeit gibt's Coupon und damit auch einmal Pardon. Und Frauen, die's hier hinweht, die gibt's im Osten billig. Die wollen bald und freiwillig. Sie überleben schließlich zwei, drei Jahr in dem Bordell. Nun machen sie das klar. Und wenn ein Mann zu kraftlos fickt, wird morgen er ins Gas geschickt. Nein, das geht nicht. Lagerbordelle für die Häftlinge. Aber die gab's. Haben wir genau recherchiert. Wenn wir das zeigen, denkt man doch, was für ein nettes, lockeres Leben im Lager herrschte. Nein, das zeigen wir nicht. Das war nicht typisch. Ich meine, dass es außer Kommunisten und Juden noch andere Häftlinge gab. Also das weiß man ja inzwischen und zeigt es auch. Gelegentlich. So sprach der Intendant und wünscht sich etwas wie die Westside Story. Im folgenden Lied scheint es um heutige Flüchtlinge und deutsche Ureinwohner zu gehen. Die letzten Strophen lauten dann: I like to be here in Germany, doch muss ich hier vieles wenden. In diesem gottlosen Germany, Frauen bleibt in euren vier Wänden. Vielleicht alles mit arabischem Akzent. Nein, nein, okay. Und mit Gewalt, da erreicht man viel. Das Leben auf Erden ist nicht nur Spiel. Und es kann wirklich bald nötig sein. Dann mischen wir uns ein. Dann wird über jüdische Kultur im Dritten Reich diskutiert, die es noch unerwartet lange gab. Und es folgt wieder ein Lied. Naja, ein Gedicht. In mein Verein bin ich hineingetreten, schrieb Tucholsky einmal über den Vereinsbetrieb. In den Verein hier wurde ich gebeten, ja, sonst wird man heute ja rein getreten da. Da machen wir, längst raucht das Krematorium in Kunst, Musik und sonstigem Brimborium. Uns geht es gut, wir sehen's ja ein, man sieht's am jüdischen Kulturverein. Heut Abend gibt's Konzert mit Sinfonie hier. Von wegen Kunst, die gäb es für uns nie hier. Die Spieler dürfen zwar sonst nicht mehr spielen, nein, da spielen sie halt hier. Nun ja, Salär gibt's keinen. Und leider waren plötzlich mal drei Geiger weg. Sie waren nach, Sie wissen ja, schon auf dem Weg. Dort werden sicher wir bald alle sein, doch jetzt im jüdischen Kulturverein. Manchmal gibt es Besuch, es hat so seinen Reiz. Da kam so eine Kommission fern aus der Schweiz. Dass ihnen nichts passierte, wacht in Uniform ein ganzer Trupp. Die Schweizer fanden, dass die Norm korrekt für Menschenhaltung eingehalten war.
Wir gaben wie erwartet keinen Kommentar und zeigten damit an, glücklich zu sein und froh im jüdischen Kulturverein. Wir dürfen nichts mehr? Nein, sag ich, es ist nicht wahr. Nun gut, nicht alles überall, ja, das ist klar. Erlaubt ist manches, wenn an einem Ort auch nur. Heute Abend reden wir von deutscher Literatur. Lessing ist bei der Herrenrasse nicht beliebt, weswegen man den weisen Nathan ausgesiebt. Wir aber laden den Herrn Lessing ein zu uns im jüdischen Kulturverein. So schweben denn in höheren Gefilden wir, vergessen so im Rausch die Erdunbilden hier, genießen auch Theater, was dramatisch ist, und übersehen, wenn wer von uns apathisch ist, weil er nicht vor der Kunst vergisst, dass er bald auch im Höheren schweben wird als feiner, leichter Rauch. Noch machen wir, so gut es geht, uns fein für Kunst im jüdischen Kulturverein. Also, Genossen, nun zu den Roma. Und Sinti, Erich. Ja, Erich, ach, die Sinti. Also sind die Sinti, also sind die Sinti, sind die auch Roma? Oder sind die Roma, also sind die Sinti, oder sind die... Aber Erich, das Thema hatten wir doch schon. Ja, Erich, liebe Genossen, aber außerdem, dass geschossen wurde, Genossen, vom Genossen Erich Honecker. Trotzdem, dort ist Scheißreis auf Deutschen, dem Muschen Relik und erste Sekehr des Zentralkommis der Deutschen Demokischen Relik. Was hat er denn nun geschossen? Jo, wer? Erich? Wurzel des Schachers, dem Muschen Relik, erste Sekehr des Zentralkommis der Deutschen Demokischen Relik. Nein, Erich, ich meinte ihn. Also, was hat er denn nun geschossen, da Erich? Vor der Straße, im Protokoll steht, meines Wissens nach, ein Bär, hab ich gehört. Ein Bär? Erich? Also, Erich, mal ehrlich, ich hab gehört, es war ein Eber. Ein Eber? Also ein Eber, Erich, ein Eber. Eine männliche Wildsau hat er geschossen, der Erich. Und Genossen, habt ihr denn, wenn schon nicht geschossen, dann doch was vom Eberpaten genossen? Oh, da krieg ich gleich richtigen Hunger, ganz großen Genossen. Also, Genossen, die Sitzung ist geschlossen. Geschlossen? Richtig, die Sitzung ist geschlossen, liebe Geschossen. Na, Humor ist was anderes. Vielleicht streichen wir das doch, sonst lacht noch jemand drüber. Also, dieser Bär im KZ? Erstens ist es ein Eber, ein Schwein, ein Eber. Und zweitens im ZK, nicht im KZ. Ich bin konsequent, ist das schlecht. Nein, was man zu tun hat nun mal, das tut man ganz und radikal. Wer faselt dann noch von Gerechtigkeit in der Welt, die fatal. Und was ich hier tu, das muss sein, drum frage ich nicht weiter nach, warum ich hier tu, was ich mach. Wer nennt mich da Mörder und Schwein? Ich spiel doch auch Wagner und Bach. Am Abend auf dem Instrument, Musik liebe ich ja so sehr, und Pflanzen und Tiere noch mehr. Ich habe ein Tier, was man kennt, und dies mein Tier ist ein Bär. Ich liebe Musik, doch der Bär muss nicht tanzen, wenn er nicht mag. Nicht artgerecht wär's, wie ich sag, er selber, er will's aber sehr. Wir tanzen den ganzen Tag. Doch tanzt er nicht gern allein. Drum hol ich nun statt mit List, gewaltsam, damit ihr es wisst, den faulen Zigeuner herein, weil Faulrasse typisch ist.
Drum tut ihm gut, wenn man ihn zwingt. Sein Temperament, das ist echt, ist träge, verschlagen und schlecht. Drum, wenn man zum Tanzen ihn bringt, das ist dann auch artgerecht. Mit den Tieren hätten wir dann eine weitere Opfergruppe. Da wären dann noch die Sorben. Und die Schwulen. Die Homosexuellen, Gleichgeschlecht, sind auch eine interessante, ja, die sind immer so nett und höflich. Und dann diese primitiven Nazis dagegen. Da sollte vielleicht noch eine Szene oder ein Lied, wissen Sie, Ihre anderen Szenen sind irritierend. Wir bringen die Leute ganz durcheinander. Alles, was sie über diese Dinge denken und wissen, wird in Frage gestellt. Also, was sagen Sie dazu? Die Szenen sind irritierend, wir bringen die Leute ganz durcheinander. Alles, was sie über diese Dinge denken und wissen, wird in Frage gestellt. Sie wollen mich provozieren. Ein Unbekannter hat zugehört und sagt, wissen Sie was, machen Sie einfach weiter. Mal so richtig scharfe Sachen. Wie es sie in diesem lahmen deutschen Theater noch nie gab. Eine Geburt auf der Bühne vielleicht. Vorerst aber gibt es ein Lied über die verschiedenen Orchester, zum Beispiel beim Militär oder der Feuerwehr. Hier die letzte Strophe. Ja, alle sie, die ein Orchester halten, die tun es gern, auch wenn es keine Pflicht. Und wenn da manchmal die Warums erschalten, dann sage ich, fragt lieber warum nicht. Die Musikbegeisterung sollte sich ja halten, gerade dann, wenn es der letzte Gang ist. Und dass den Menschen er nicht allzu lang ist, beim Marsch ins Ende ihnen nicht zu bang ist. Braucht's ein Orchester, eh sie tot erkalten. Und deshalb sage ich, es ist doch nett, hat ein Orchester auch so ein Katzett. Ist das nicht zu makaber, wird gefragt. Und dann vorgeschlagen, ausgerechnet in der Hölle des Lagers, wird eine Operette aufgeführt. Orpheus in der Unterwelt. Im Original heißt ja der Titel Orphée dans l'Enfer, also in der Hölle. Der Prinz von Arkadien ist jetzt Capo oder noch besser Ernst Röhm. Die Nacht der langen Messer. Als ich noch Prinz war, Führers Amann, da schlugen Linke wir zusammen. Und als der Oberste es Amann, stand meine Truppe vor mir stramm. War einer schöner als der Nächste, ich denk an manch barbarisch Kind. Und schöne Burschen sind das Höchste, solang sie blond und arisch sind. Ich denk an manch barbarisch Kind. Schöne Burschen sind das Höchste, solang sie blond und arisch sind. Und alles war da so harmonisch in meinem deutschen Boyverein. Nichts war da schräg oder ironisch und gab nur klares Ja und Nein. Und wenn wir tanzten, dann Folklore, und zwar in Reihe und in Glied. Jedoch die Konkurrenz im Chore brachte das Ende uns vom Lied. Und wenn wir tanzten, dann Folklore, jedoch die Konkurrenz im Chore brachte das Ende uns vom Lied. Man hätt geflüstert,
unserm Führer das unser Tun. Es wäre fremd dem Brauchtum und wir wären Verschwörer und überhaupt so unverklemmt. Sie haben treu Deutsch und erschossen im Morgenlichte bleich und fahl. Doch keine Träne ward vergossen, wir starben mannhaft national. Wir haben treu Deutsch uns erschossen im Morgenlichte bleich und fahl. Wir starben mannhaft national. Es war ein Unfall, doch kein großer, ist nötig, dass man Opfer bringt. Nein, niemand hört von mir Gemoser, ich folg dem Führer unbedingt. Wer nie Verräter an die Roten, ich steh zum Führer treu und fest, auch wenn er mich als nun und Toten noch 100-mal erschießen lässt. Wer nie Verräter an die Roten, ich steh zum Führer treu und fest, auch wenn er mich nun als und Toten noch 100-mal erschießen lässt. Es müsste irgendwie alles noch konsequenter sein. Vorhin, die Idee mit den schwulen Nazis war schon nicht schlecht, aber die müssten dann auch noch spezielle Sexpraktiken und. Natürlich müsse das alles heute spielen. Hi, wir sind von der SS e.V. und schwuler SM, also Sadomasochismus. Und außerdem sind wir ein Opfer, denn die Bürokratie. Verbot diesen Namen, Begründung gedrechselt, der Vereinsname SS würde leicht verwechselt, doch mit wem nur? Also das frage ich Sie. Eine Gruppe deutscher Unterreformfreunde gab es in 1940 liegen harmlos längst im Grab. Ja, wir sind gewissen Traditionen voll und ganz fest verbunden und wir stehen schwer auf Ketten, Peitschenwürgen, Foltern, Fesseln, Aufstreckbetten und erwarten für uns einfach mehr Toleranz. Ja, wir sind nicht gegen Ausländer im Ausland, aber neulich auf der Straße, da haben uns ein paar Türken oder solches Gesocks unheimlich provoziert, indem sie komisch guckten. Wir haben verstanden. Die wollten von uns ganz speziellen Sex, nämlich unseren. Und den haben sie gekriegt. Hart und geil. Dresche ohne Ende. Doch die haben nichts gezahlt, war ihnen nicht mal peinlich, aber unser Kamerad Mark Oliver, nicht kleinlich, hat was extra hingelegt. Und dafür haben wir ihm auf seine Schulter eine Swastika gebrannt. Irgendwer hat darin mal ein Hakenkreuz erkannt. Nur Zufall. Jedenfalls wird jemand mit ihm intim. Mit Mark Oliver, ja, dann sieht er verzückt, wenn er unseren Mark Oliver von hinten fixt. Er vögelt für Deutschland, doch dann sprach sich rum, dass wir solche abgefahrenen Praktiken anpacken. Und da kamen aus Syrien oder wo so Kanaken viel zu viele. Aber trotzdem haben wir nicht dumm Branding gemacht, und zwar mit ihrem Haus. War eine geile Branding-Party und es stellte sich raus, vor lauter Orgasmus waren hinterher ein paar tot. Doch gegeben haben sie nichts, das Petroleum haben wir allein bezahlt, trotzdem kamen uns dumm so ein paar Protestidioten von Grün und Rot. Bam! Ja, da draußen ist Krieg. Alles, ja, alles, nur für den Sieg. Doch wir sind glücklich hier im Märchen und am glücklichsten ist unser Bärchen. In diesem Zwinger hier bei Weimar, dort wohne ich, krieg jeden Tag einen Eimer voll Honig. Überall ist Mangel und Not und unsere Helden sterben den Tod. Aber
das Tiere nicht leiden, indessen kriegt unser Bär immer viel zu fressen. Ich nahm 8 Löffel Honig mir. Die Ehrlichkeit belohn ich dir. So hat er dich als Dieb getröstet, aber du wirst bald geröstet. Was soll denn immer nur dieser Bär? In Buchenwald gab es einen Zoo und den musste unser Gransel füttern. Einen Zoo? Und während die Häftlinge verhungerten, kriegte der reichlich Honig? Ja, aber nicht nur. Wollen Sie sagen, als Fressen gaben Sie ihm auch Verhungerte? Braucht er also einen Käfig oder nur eine Kette? Wer denn? Na, der Bär im ZK. Der Bär im KZ. KZ oder ZK, egal. Das ist alles andere als egal, junger Mann. Woher soll ich denn das wissen? Ein Zoo also. Ja, aber das war ja nicht typisch. Typisch insgesamt war in Nazi-Deutschland das Nebeneinander von Normalität und... So, dann müsste das Stück aber langsam mal zur Hauptsache kommen. Und was ist die Hauptsache? Nach einem Lied, das die toten Körper, die nicht in den Ofen passen, nicht etwa an den Bären verfüttert werden, wegen des Tierschutzes, kommt nun die folgende Szene. Erst kommt das Fressen, dann, na, die Moral? Moral kann ich mir nicht leisten. Nein, die Poesie, da erwartet niemand die Wahrheit. Aber wie gesagt, erst das Fressen. Hänsel! Hier! Ich habe Hunger. Ach, wirklich? Jetzt wird es ernst. Und wie? Jetzt kommt! Ich zeig den Finger. Ja, ja, das ist halt das Ritual. Aber ich sagte, jetzt wird es ernst. Die Untersuchung. Herr Doktor. Dann wollen wir mal einatmen. Ausatmen. Nochmal. Mal A sagen. Ah. Zunge rausstrecken. Wie sieht es aus? Naja, etwas unterernährt. Das kommt von diesem Alter. Also schön immer den Teller hier essen, Suppenkasper. Und sonst? Aber schauen Sie doch nur, Doktor. Wollen Sie dieses arme Kind ausschließen? Also gut, ich trage ein. Keine Bedenken. Da können wir ja froh sein. Und nun? Die Bürokratie. So, Name, Alter, Gewicht, Größe. Er heißt noch wie neulich. Können Sie das bezeugen? Ja. Aber hier. Ist etwas nicht in Ordnung? Ich kann nur zustimmen, wenn alles in Ordnung ist. Wollen Sie den armen Jungen... Nein, nein, es ist alles richtig. Es muss eben alles seine Ordnung haben. Die Liste ist nun komplett. Vorgesehen sind 200 und du bist Nummer 200. Glückwunsch! Da bin ich aber froh. Und ich erst. Was kommt denn jetzt? Ja, was? Kannst du es dir nicht denken? Bei Untersuchung und Bürokratie hast du bestanden. Das heißt? Nun kommst du in den Ofen. Ich denke, der Junge wurde gerettet. Ja, dann doch. Das jüdische Kind. Aber der andere... Der Sinto, da gibt es tatsächlich einen Untersuchungsbefund vom Lagerarzt. Der Junge wäre transportfähig. Ja, für den Tod musste man gesund sein. Weiter in der Gegenwart.
Die Eltern setzen ihr Hartz IV in Schnaps und Zigaretten um. Sie bringen die zwei nicht in den Wald, sondern in den Dschungel der Großstadt. Hier lauern Kriminalität und Araberclans, worüber der Sandmann den beiden Sand in die Augen streut, während das Taumännchen ihnen Alkohol verkauft. Selbstverständlich sind die Darsteller nackt. Das Hexenhaus besteht aus Haschischkeksen und Schlimmerem. Die Hexe ist eine Dealerin, die die Kinder an Pädophile verschachert. Ja, so haben wir Hänsel und Gretel zuletzt inszeniert. Und das kam gut an, besonders zu Weihnachten. Und jetzt muss das alles im KZ spielen. Also, ich weiß nicht. Warum wundert Sie das? Alkoholiker, Drogensucht, Hartz-IV-Empfänger, alle von nackten Schauspielern gespielt. Das gibt es doch schon seit 30 Jahren. Was mich jetzt interessiert, wie zeige ich auf der Bühne Hänsels Rettung? Ich kann nicht zaubern. Da kommt ein Engel und sagt, aber ich, Musik und Zauberei. Hans steht vor der Hexe. Als Flügel hat der Engel zwei rote Fahnen. Er bedeckt Hans mit einem Tuch und als er es wieder wegnimmt, ist der Junge verschwunden. Ein roter Engel? In diesem Falle ausnahmsweise mal richtig, Herr Kollege. Die Kommunisten haben ihn gerettet. Zur Musik der Havanera. Ja, die Liebe hat bunte Flügel. Die Liebe vom Zigeuner stammt. Aus Carmen singen die Sinti, während sie mit Koffern und anderem bepackt ziehen. Lustig ist das Zigeunerleben, fahr ja, fahr ja, fahr ja ho. Brauchst dem Kaiser kein Zins zu geben, fahr ja, fahr ja, fahr ja ho. Lustig ist es im grünen Wald, wo des Zigeuners Aufenthalt. Fahr ja ho, fahr ja ho. Fahr ja, fahr ja, fahr ja ho. Nach und nach kommen andere und nehmen ihnen die Stücke weg. Anfänglich holen sie sich etwas zurück, dann nicht mehr. Einer der Leute bleibt hinter ihnen, ein Bewacher. Wir gehen gerne ein bisschen stehlen, denn das bestätigt unseren Ruf. Dass wir schmutzig sind, darf nicht fehlen, dieweil auch das unser Ruf erschuf. Wir stehlen Kinder in der Nacht und haben Leute umgebracht. Und was war's noch? Ach ja, na klar, für etwas Geld sagen gern wir wahr. Jetzt haben sie nichts mehr und fangen an, um ein Lagerfeuer zu tanzen. Ohne Sachen heißt ohne Sorgen, nur zum Spaß ziehen wir durch die Welt. Was man braucht, ach, das kann man borgen, so ist das Leben, das uns gefällt. Kaum zu essen macht schlank und mager, genauso liebt jeder seinen Schatz. Und komm, Zigeuner, mal in ein Lager. Zigeuner, Lager ist ihr Lieblingsplatz. Komm doch, Masengro, komm doch. Masengro? Das war der Sinti-Name, so rief ihn sein kleiner Bruder, der in Buchenwald schon auf der Transportliste nach Auschwitz stand. Ein Engel erscheint und bringt... Ein schwarzer Engel. Haben wir nicht. Naja, dann mach's so. Und bringt den kleinen Bruder. Eine Puppe setzt ihn in der Bühnenmitte ab und geht ein Stück weg. Was denn?
Was soll denn noch eine Kasperpuppe? Für welche Szene ist das denn? Gransel und sein kleiner Bruder im KZ. Ausgerechnet. Die beiden waren Kinder einer Sinti-Puppenspielerfamilie. Komm doch, Masengro, komm! Ich hab hier meine Arbeit bei den Bären. Komm doch, Masengro, komm doch! Aber er ist mein Bruder. Komm doch, Masengro, wir kommen in ein Heim! Ich hab hier meine Arbeit. Wir kommen in ein Heim, da kriegen wir Weißbrot, da kriegen wir Milch, komm doch! Heim? Wusste der nicht? Offensichtlich nicht. Wir kommen in ein Heim, da kriegen wir Weißbrot, da kriegen wir Milch. Sind die überlieferten letzten bekannten Worte des kleinen Bruders. Also, das waren wirklich Puppenspieler, die herumzogen, so mit einem Wohnwagen, von Ort zu Ort. Das könnten wir doch mal zeigen. Wäre mal ein bisschen Romantik. Zu der Zeit war es vorbei mit dem Wagen. Hat ihnen ein Nachbar einfach gestohlen. Musste er übrigens später nicht zurückgeben, weil das zur Nazizeit gesetzlich nicht als Diebstahl galt. Jetzt zogen sie herum. Na also, die Sinti wissen sich doch immer zu helfen. Ja, wie man's nimmt. Ja, sie zogen herum von KZ zu KZ. Bis auf die beiden Brüder haben aber wie durch ein Wunder alle überlebt. Ihr Marionettentheater auch, aber nicht lange. Sie waren jetzt im Westen. Cut. Sie, Herr, zogen von einem Lager ins andere um die ganze Zeit. Die Beweise dafür sind mager, doch bin ich zur Hilfe ja bereit. Waren in Auschwitz, Buchenwald, Dora Mittelbau waren sie. Kann verstehen nicht, doch hör ich zu. Können Sie es nicht einfacher sagen, wie? Vorher wohnten sie erst in Dresden und zogen nach Hoyerswerda um. Hoyerswerda anstatt Dresden, ich sag nur, wer sowas tut, ist nicht schlau. Ihre Tochter nur 7. Klasse dann? Und dann was mit der Schule aus? Lernen ist nichts bei ihrer Rasse, ach, sie flog als Zigeuner raus. Traurig, dass 2 Söhne starben im Lager Auschwitz. Waren die denn krank? Als Bundesamt mal ich graue Farben voller Mitgefühl beim Gesang. Ja, sie hatten einmal 10 Kinder, doch 8 sind auch eine schöne Zahl. Ihrem Antrag gemäß gibt's mindere Rente. Hab leider keine andere Wahl. Viele Jahre später haben manche aus der Familie es nochmal versucht. Wenn wir manches auch anders sehen als die Beamten vor 60 Jahren. Sie entschieden, muss ich gestehen, auch wenn Gesetze da schon anders waren. Völlig richtig. Und ich erkenne da keinen Fehler. Und ich kann nichts tun, weil Betroffene, wie ich sie nenne, lange schon in ihrem Grabe ruhen. Der Ottokar macht auf dem Platz die Tore klar, da wird er niemals hektisch und schießt er mal vorbei den Ball, hält ihn der Zaun, es gibt einen Knall, der Zaun, der ist elektrisch. Der Ottokar als Stürmer ist der wunderbar, er schießt fast nie daneben, denn wenn er nur zum Spaß spielt, beim Schießen auf das Tor nicht zielt, schießt man auf ihn soeben. Unsinn. Es gab nur ein einziges Fußballspiel. Immerhin SS gegen Häftlinge. Könnten Sie sich ein Fußballspiel in einem heutigen Gefängnis zwischen Wachmannschaft und Insassen vorstellen? Jedenfalls sind diese grotesk intellektualistischen Darstellungen nicht angemessen. War das nicht so, dass es jeder versteht? Ihnen war es doch nie abgedreht genug. Herr X erklärt alles für abgesetzt.
Stattdessen spielen jetzt... Behinderte Roma aus Ostasien. Man muss sie integrieren. Die Schauspieler besetzen das Theater und hängen ein Transparent auf. Aber das ist das Falsche. Nein, das ist genau das Richtige. Denn wir unseren Blick auf eine solche Äußerung erst einmal wertfrei, aber sehr kritisch. Wenn wir auch ein gewisses Verständnis haben, dass sich manche ausgegrenzt fühlen. Im Osten besonders. Und ganz besonders im Nordosten. Absolut, und im Nordwesten. Ja, überhaupt im Westen. Naja, aber auch im Süden. Besonders im Südosten und im Nordosten. Naja, man könnte das... Und im Osten. Ja, man könnte das auch... Und im Nordsüden und im Westsüden. Genau, das ist ein Unterschied. Und im Nordost-Ost-West-Süden. Eigentlich überall, wenn man das so... Ja, nimmt. Überall. Zigeunerbarone in Osteuropa. Da steht eine kleine zerfallene Hütte. Zwei Kammern drin, wackeln bei jedem Schritte. Eltern, acht Kinder und Oma und Opa. Und alle sind Roma. Da steht eine verschnörkelte, prächtige Villa. Woher Porz und Reichtum? Da wird es stiller. 12 Zimmer für Gattin, 2 Kinder und Oma. Und alle sind Roma. Kontraste sind krasser als sonst noch im Lande. Sie leben inmitten und nicht nur am Rande. Dieser Gesellschaft, die einfach nicht hinschaut, einfach nicht hinschaut. Eigene Gesetze in ihrer Zone schaffen sich hier die Zigeunerbarone. Erpressung, Gewalt erzeugen, die puren Mafia-Strukturen. Roma sind Opfer, Roma sind Täter. Die Kinder führen fort das Erbe der Väter. Hoffnung für Arme, zu werden bald schon Zigeunerbaron. So, liebe Kollegen, wer es noch nicht aus der Presse erfahren hat, dem sage ich es jetzt als euer neuer Direktor. Die Politik will etwas tun. Auch mit diesem Theater. Es wird jetzt ein... Ein Jugendclub, ein Schwimmbad, eine Sternwarte. Also, Sie wollen etwas für Sie Sinti und Roma tun. Wer sich deren Situation in Osteuropa anschaut, also, dieses Theater wird jetzt das, was dringend gebraucht wird. The New Sinti Theater. 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 Hier, in dieser Stadt... Aber haben wir denn hier einen richtigen Sinto? Natürlich. Ohne Sinto wäre das doch Humbug. Es wurde genau recherchiert. Und wer ist nun dieser Sinto? Na, Sie. Ich? Also, oh ja, natürlich, stimmt. Ich bin Sinto. Hab's nur vergessen oder hab's ver... Mein Urgroßvater ist noch als Scherenschleifer herumgezogen. Mein Großvater war Bote einer Bank. Nee, der war ja schon Bankdirektor. Also mein Urgroßvater war Scherenschleifer. Und danach dann alle brave Bürokraten. Nur ich wurde Theaterbürokrat. Was, sieh mal an. Ein echter Sinto. Ja. Aber nicht verwechseln. Kein Roma aus Osteuro. Die klauen doch alle nur oder schleppen solchen ein. Da unten wartet die Öffentlichkeit, dass wir uns mit dem neuen Profil vorstellen. Am besten mit einem Lied. Also wer könnte denn... kann nicht einer was von den Gypsy Kings oder Django Reinhardt? Können Sie nicht was? Ich? Wieso ich? Na, dann singen Sie doch. Aber nein, das ist doch nicht wirklich ein... Ach, wenn ein Sinto singt,
dann ist es auf jeden Fall authentisch. Lustig ist das Zigeunerleben, Faria, Faria, ho. Brauchst dem Kaiser kein Zins zu geben, Faria, Faria, ho. Lustig ist es im grünen Wald, wo des Zigeuners Aufenthalt. Faria, 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 Faria.